Feuerwehr Meppen ist um 5.49 Uhr zu einem Wohnungsbrand gerufen worden, wo unsere Einsatzkräfte hier vor Ort waren. Wir waren 40 Einsatzkräfte mit 7 Fahrzeugen, hat sich voll rauskristallisiert. Eine Person war auf dem Balkon. Wir haben über den mittels der Drehleiter gerettet. Wir hatten insgesamt 6 Personen, 5 Erwachsene, ein Kind zu betreuen. Eine Person ist mit leichten Rauchkraftverletzungen ins Krankenhaus eingeliefert worden. Warum war die Lage denn so, dass man das ganze Haus evakuieren musste? Erstens war das so, dass in dem Bereich der Verqualmung sehr stark war. Und wir hatten die Erkenntnis, dass unten im Keller die Verbindung komplett war, komplett durch. Und daraufhin haben wir sicherheitshalber das Haus evakuieren lassen. Was brannte jetzt ungefähr die Waschmaschine? Es brannte die Waschmaschine, aber so extrem, dass mit starken Rauchentwicklungen und so weiter, dass sich das in den einen Hauspartie komplett durchgezogen hat. Frage nochmal, mit wie vielen Kräften war man vor Ort? Also wir waren hier mit 40 Einsatzkräften vor Ort und 7 Fahrzeuge, 2 Rettungswagen vor Ort, 2 Streifwagen waren auch vor Ort und die SEG wurde dann, hatten wir zwar alarmiert, wurde aber nicht mal eingedacht.